Hallo ihr Lieben, immer noch Herbst. Ich bin gerade im Garten angekommen und hat sich nicht nur bei mir was verändert, sondern natürlich auch jede Menge im Garten. Ja, und ich leg direkt los. Stehe schon davor. Hier gibt es einiges, was sich tut in dieser Ecke. Wer sich orientieren will, im Bunker, im Pavillon. Da sind die schönen großen Bäume und vor mir habe ich ja diesen tollen Apfelbaum stehen und so wie es auch schon in den Kommentaren geschrieben wurde und vermutet wurde, entweder Sorte Cox Orange oder Holsteiner Cox, und Cox Orange ist es wohl definitiv. Ich habe hier auch von einem Herrn, der hier ein bisschen mehr Ahnung hat, Herbert, vielen Dank, erfahren, dass er dem zustimmt. Und ja, auch meine Recherche hat das ergeben. Ein seltener Apfel, super geil, ich freue mich daran. Schmeckt echt super, super lecker. Cox Orange, wie gesagt, wer da mal googeln will, vielleicht irgendeinen Nachbarn hat, der ihn vielleicht doch hat, greift zu. Seht zu, dass ihr eure Bäume veredelt. Das Ding muss ran, weil es ist echt eine super, super leckere Sorte. Ja, ich rede vom Apfelbaum, habe ihn noch nicht einmal gezeigt. Das ist er im Moment ganz groß und was Äpfel angeht, total leer. Die liegen hier auf dem Boden, wie ihr sehen könnt, habe ich hier frei gemacht. Oder wurden verteilt per Foodsharing oder ja, entsaften. Und ich habe echt fleißig und gut davon gehabt. Und hier liegen auf jeden Fall immer noch welche zwischen, die man sich mal gönnen kann. Und hier jetzt beim Hochbeet habe ich auch was gemacht. Und zwar bin ich ziemlich optimistisch einfach mal rangegangen und habe sowas eigentlich nicht geplant, aber jetzt habe ich es gemacht. Radieschen und Salat eingepflanzt, habe ich vereinzelt, pikiert und dann rein hier. Bei Instagram habe ich auch ein paar Fotos reingestellt. Der ein oder andere hat das vielleicht schon entdeckt. Ja, der Baum wird jetzt auch demnächst kleiner. Den werde ich schneiden, so dass das dann alles passt fürs nächste Jahr. Ich habe mir da auch schon ein paar Tipps geben lassen gestern. Wurde gut beraten von Herbert und Thomas. Die haben beide Ahnung. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, und unterm Apfelbaum, hier waren ja die ganzen Zucchini drin. König Kürbis habe ich probiert. Das hat ja alles nicht so harmoniert. Ja, und dann habe ich Gründüngung gepflanzt. Eine Mischung, die dafür gedacht ist, eigentlich Gurken einzulegen. Also sowas wie Gelbsenf und solche Sachen. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ist eine Gewürzmischung, ist deutlich billiger, als wenn ihr euch Gründüngung kauft. Ja, so sieht das aus. Und direkt daneben habe ich angefangen, ja, den Weg auszuheben. Und zwar möchte ich mit den Grassoden was bauen. Hier bin ich schon eine Etage tiefer. Möchte ein bisschen Quäke loswerden. Übrigens, von dieser Seite sieht es so aus. Ich wollte mich eigentlich so ein bisschen rumarbeiten und das werde ich auch weiter so verfolgen, das hier so ein bisschen platt machen. Da vorne bin ich schon sehr zufrieden, wie alles aussieht, aber im Herbst ja sowieso geht alles ein bisschen runter. Selbst die Weide da vorne ist gelb. Ja, so sieht es hier aus am Apfelbaum. Hier hat sich nicht so viel geändert, hier hat sich nicht so viel geändert, was ich zeigen kann. Da, wo der Mais drin war, den letzten habe ich rausgeholt, der ist nichts geworden. Wächst aber schon ganz fleißig Zwiebel. Hier habe ich überall Zwiebeln und Knoblauch gesteckt. Vom Knoblauch ist noch nichts zu sehen, habe noch nichts entdeckt. Der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Da war ich mit der lieben Anna bei. Ja, und letzten Kartoffeln habe ich hier auch rausgeholt. Die hatte Steffi dann gekriegt als Dankeschön. Die hat mich so toll unterstützt dieses Jahr. Und ja, hier bin ich fleißig am Bauen, habe einiges verändert, möchte ein bisschen Fläche gewinnen. Und bei dem Ganzen, ja, sind mir noch größere Ideen gekommen. Was das aber wird, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Erstmal so fürs Optische. Das wird auf jeden Fall noch höher und in alle Richtungen ausgebreitet. Ich habe ohne Ende Grassoden noch über. Wie gesagt, ich will mich da von dort hier rüber arbeiten, dass alle schier haben. Auch für die Freilandtomaten, die vorher da drüben waren, habe ich auch ein paar Veränderungen vor. Mal gucken, was es letztendlich wird oder ob es was wird. So bin ich aber erstmal zufrieden. Dann nochmal von dieser Seite. Ich habe hier die Sachen auch abgedeckt. Da war ja das Kistebeet von Nele und Sven drunter, Kartoffeln. Und links daneben Gästebeet, ach Quark, ja Blödsinn, meine eigenen Kartoffeln. Also ich hatte da Kartoffeln, dann die zwei Hügelbeete, da und da, wo die Steine da hinten liegen. Und ich möchte mehr Kartoffeln haben, deswegen werde ich auf jeden Fall das Gebiet für Kartoffeln ausweiten. Da kommen auch andere Sachen zwischen, auf jeden Fall bei diesem Grassoden-Hochbeet, Naturhochbeet. Und ja, ich will einfach mehr Gras
weghaben, hier mehr Quäke weghaben und dafür mehr Anbaufläche. Und da wird sich einiges tun. Ich habe auch vor, irgendwie die Wege fast verschwinden zu lassen oder auf jeden Fall das alles zu minimieren, damit ich einfach mehr Anbaufläche habe. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe wieder fleißig Weide gekriegt und hier neben die Sonnenblumen, die habe ich jetzt alle weggemacht. Die habe ich schon, wo habe ich denn hier hin? Da, aber auch da reingearbeitet. Und hier hinter mir, die Dinger, die stehen auf jeden Fall noch. Ne? Also ich habe die jetzt auch ein bisschen dran gelassen, damit die Vögel ein bisschen haben. Aber ich glaube, das hat sich ja ausgeerntet, könnte man sagen. Ich habe auch noch ein paar aufgehoben. Die sind im Pavillon. Den Erdbeerkorb und dort habe ich noch einiges raus. Wie ihr sehen könnt, da ist schon einiges runtergefallen. Und ja, das soll dann nachher nochmal als Vogelfutter dienen. Allerdings abgedeckt, damit die Vögel halt nicht früher beigehen. Okay, von da drüben geht es dann hierher. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so erinnern. Die fette Henne ist ja mal hier hingekommen. Ich werde hier auch mehr noch Blumen so reinsetzen, die dann ein bisschen klarer zu definieren sind, würde ich mal sagen. Mann, hier sieht das irgendwie spannend aus. Auf jeden Fall Boric noch. Tatsächlich noch ein blaues Blütchen. Ja, und hier, ach, habe ich den Müll liegen lassen. Dann sammle ich doch gleich mal ein. Da habe ich dem Ding ordentlich einen Hahn verpasst. Stand auch schon lange an. Irgendwann soll das Teil ja von hier weg und an den Bunker ran. Aber das braucht alles noch seine Zeit. Habe ich hier noch einen Zaunpfahl besorgt, damit ich die Wasserstelle machen kann und das nächste Zaunstück verbinden. Vorne ähnliches, da soll auch noch was dran. Da sind, seht ihr, drei Löcher, wenn ihr genau hinguckt. Könnt ihr sehen? Nee, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da werde ich auch noch ein bisschen Holz ran machen, damit ich dann das hier weiter verstreben kann. Dann habe ich auch noch die ganzen Ranghilfen abgebaut, ist alles weg. Hier vorne hatte ich ja Radieschen drin. Das sind die Reihen, die jetzt doller zu sehen sind. Und zwischendrin in der Mitte ist der Feldsalat, der ist noch nicht so viel gekommen. Also das hier ist Feldsalat und die dicken Dinger Radieschen. Und die will ich jetzt auch so lassen, die restlichen. Ich will meine Erfahrung sammeln. Und die habe ich dann auch nochmal vereinzelt und die in gewissen Abständen rein, die Radieschen. Ja, und hier ist auch jede Menge Zwiebel und Knoblauch und von den Bourbillen, die Dinger. Ja, gehört auch zum Knoblauch, das ist das, was blüht. Einfach mal ein paar Experimente gestartet und ich bin gespannt, was draus wird. Im Kiholbeet sammelt sich auch noch jede Menge. Also da habe ich auch immer jetzt ist er selbst murmelnd, ihr könnt ja sehen, was da liegt. Eigentlich alles so, was auf dem Kompost landet, das will ich alles so nach und nach schon immer mal reinarbeiten. Und so lange will ich auch nicht mehr warten. Irgendwann muss auch mal weitergehen mit dem Kiholbeet. Und ja, ich wollte das eigentlich schon viel früher machen, aber ich wollte das mit einer Person zusammen machen und das steht noch ein bisschen in der Waage, ob wir das zusammen schaffen, aber ich glaube schon. ja, ansonsten dafür haben wir schon hier die Dachziegel hingefunden, ein paar Steinchen habe ich hier und die Steine, die da hinten am Zaun liegen, der Haufen. Das da, was ich gerade scharf gestellt habe, ja, das sollte eigentlich reichen, um das fertig zu kriegen. Zur Not habe ich ja hier auch noch die Steine. Aber das nur mal so nebenbei. Übrigens, Wasserzähler oder der Wasserhahn, das wurde mir alles demontiert, ist vorbei. In diesem Bereich habe ich übrigens noch einige Veränderungen vor, aber dazu dann in einem anderen Video mehr. Was aber an Veränderungen zugehört, steht dort. Und zwar habe ich einen Strandkorb abgegriffen, der muss recycelt werden, da freue ich mich drauf, habe ich richtig Bock drauf und die Grundsubstanz sieht super aus. Wenn man sich jetzt mal den Stoff wegdenkt und diesen Plastikkram hier oben, ja, und auch diesen zerfledderten Kram hier, dann hat das Ding aber noch eine Substanz. Hier das Holz ist alles super, da die Schubladen, das ganze Gestell, auch das Metall sieht noch richtig gut aus. Ich bin sehr happy, das Ding gekriegt zu haben. Dabei habe ich erst gezögert, ob ich das irgendwie mir aufladen möchte, aber je länger ich ihn stehen habe, umso mehr Bock habe ich da drauf. Und ja, jetzt guckt mal vorbei, da hinten steht der einsame Hocker, was ich da wieder scharf stelle. Und das war ja schon so ein bisschen im Sonnenblumenfeld. Ich darf Sonnenblumen ohne Ende anbauen. Deswegen, das werde ich nächstes Jahr verändern. Und der Plan ist auf jeden Fall, den Strandkorb damit zu integrieren. Und ja, so bin ich erstmal auf jeden Fall sehr happy damit, den hier zu haben. Und irgendwann wird er da hinten stehen. So ist der Plan.
Ja, ansonsten die Geschichte hier, die wächst weiter munter fröhlich vor sich hin. Will ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, das kennt ihr. Wenn nicht, muss man nochmal im Gartengrundgang Oktober gucken oder davor. Ja, was habe ich hier stehen? Ich habe, das ist die Grundkonstruktion, die Grundplatte. Und zwar habe ich auch ein kleines Gerätehäuschen gekriegt. Stand vorher irgendwie der Staubsauger, wollte ich schon sagen. Der Rasenmäher drin. Und ja, die Geschichte ist teilweise ein bisschen morsch, aber auch die Substanz da super. Ich werde hier für die Unterkonstruktion die Hölzer austauschen. Das kommt nachher auch auf Steine, dass das alles ein bisschen vom Boden weg ist. Da habe ich ja noch die Gehwegplatten im Petto. Tomatendach habe ich abgebaut, Tomaten sind raus, da ist noch Minze drin. Die ganze Erde soll ja noch ordentlich werden wieder. Mal gucken, ob ich die Leiter da raushole. Ich glaube, das wird mir das Leben ein bisschen vereinfachen. Kann ich vielleicht die Reste auch ins Hochbeet oder so einarbeiten. Bei den Freilandtomaten nach vorne mit dem Korkenzieher Haselnuss, das Geschichtchen da mal, stehe ich mal scharf. Also da hinten, die drei da hatte ich ja meine Freilandtomaten, das habe ich auch alles frei gemacht. Auch die Gewichte wieder abgehängt. Ich hatte ja so Gegengewichte für die Tomaten, dass das alles super aussieht. Ja, und das heißt, so nach und nach mache ich jetzt wieder meine Sachen. Ich habe einen guten Flow gefunden. Hier ist übrigens das teilweise morsche Dach des Geräteschuppens, das ich gekriegt habe. Genau, da bleibe ich jetzt auch mal dran. Da sind schon Bretter, die müssen nur noch zurechtgesägt werden, kleiner, dass der doofe Kram abkommt. Da ist auf jeden Fall noch genug Substanz dran für mich. Da kann ich ihm noch mal so ein kleines Dach basteln für die Geschichte dort. Und zwar da, die Hölzer, weil werden die ganze Zeit nass und die will ich ja eigentlich trocknen. Ne? Also das soll ja mal was zum Feuer machen sein irgendwie. Dann, hier im Bunker habe ich die ganzen Wände von dem Geräteschuppen. Hier ist alles drin. Hier sind noch die Giebel. Und ich habe hier sogar noch eine Wand mit einem Fenster. Ist alles da. Ich freue mich da megamäßig drüber. Also auch hier hinter das, ne? Das gehört alles dazu. Ja, und dann hier links ist noch ein Regal. Das kann ich euch von anders zeigen. Dafür ist es jetzt zu dunkel hier. Das war es jetzt im Groben auf jeden Fall. Viel mehr ist nicht passiert. Ah, doch, da gibt es noch mal was. Und zwar, ich hatte nicht nur eine Überraschungsernte. Das war eigentlich gerade mein zweiter Gedanke. Ich habe hier ordentlich, Mann, irgendwie die Farben sind hier so schön. Ach, ich zeige euch das einfach mal. Ich mag das. Das ist am Herbst so schön. Sieht aus wie Chips, in die man reinbeißen möchte irgendwie. Ja, egal. Die Überraschungsernte ist dies hier. Und ich dachte, das ist Topinambur, habe jetzt aber, oh Gott, wie hieß denn das? Helianthus oder so ähnlich heißt die Pflanze. Wenn das jemand weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. Spannendes Gewächs auf jeden Fall. Und hier verschwindet jetzt auf jeden Fall ganz viel Erde, weil ich will einen Bunker rein, der soll weiter frei. Der war ja zu feucht über den letzten Winter. Und das möchte ich generell ja ändern. Deswegen so Step by Step. Die Erde hier werde ich noch komplett wegverbrauchen für das Hochbeet mit Grassoden. Ach, ist das ein schöner Anblick hier. Es ist so schön. Ja, wie ihr sehen könnt, das war wirklich viel. Ich wollte die Folge jetzt nun auch nicht zu krass machen. Deswegen, ihr könnt euch darauf freuen, dass demnächst auch wieder was kommt zu meiner Planung, zum Thema Permakultur, Leben bringt Leben-Thema. Ich möchte mehr Humus in den Boden bringen und so eine Kultur, wodurch es den Pflanzen einfach besser geht, weniger Krankheiten und. Was das alles noch auf sich hat, das wird dann noch kommen. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen lieben Dank an Natürliches Leben. Ich finde euch ja sowieso spitze. Ihr habt mich da auf wen gebracht. Den Namen habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf. Von wem kommt auch so dieses Leben bringt Leben Thema auch. Wie ihr seht, ich habe einiges zu tun und demnächst kommt wieder mehr. Also ihr könnt gespannt sein. Achso, kleine Auflösung noch. Habe ich aus Weide selber gebastelt. War eigentlich ganz einfach. Sind auch voll angenehm zu tragen und bisher mega hautverträglich. Werde ich mal weiter beobachten. So, ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage tschüss, euer Lars.